Die Deutsche Post hat bereits jetzt so viele Pakete zugestellt wie noch nie innerhalb eines Jahres. Wie das Unternehmen mitteilte, wurde im November die Marke von 1,6 Millionen erreicht und damit der bisherige Rekord aus dem Jahr 2019 übertroffen. Auch die Konkurrenten Hermes und DPD rechnen heuer mit neuen Höchstwerten, weil die Deutschen während der Corona-Pandemie besonders viel im Internet bestellt haben. Postchef Appel geht davon aus, dass sich der Paketboom bis Weihnachten fortsetzt und die Mitarbeiter an Spitzentagen über 11 Millionen Sendungen zustellen müssen. Die Kunden rief er auf, ihre Pakete spätestens am 19. Dezember abzuschicken, damit sie bis Weihnachten ihr Ziel erreichen. Die Deutsche Post hat bereits jetzt so viele Pakete zugestellt wie noch nie innerhalb eines Jahres. Wie das Unternehmen mitteilte, wurde im November die Marke von 1,6 Millionen erreicht und damit der bisherige Rekord aus dem Jahr 2019 übertroffen. Auch die Konkurrenten Hermes und DPD rechnen heuer mit neuen Höchstwerten, weil die Deutschen während der Corona-Pandemie besonders viel im Internet bestellt haben. Postchef Appel geht davon aus, dass sich der Paketboom bis Weihnachten fortsetzt und die Mitarbeiter an Spitzentagen über 11 Millionen Sendungen zustellen müssen. Die Kunden rief er auf, ihre Pakete spätestens am 19. Dezember abzuschicken, damit sie bis Weihnachten ihr Ziel erreichen.